Oh, lol! Alter! WTF? Was? Hä? Was ist denn das jetzt? Wir klauen einfach als Löwe ein Auto? Hä? Aber von da kommen noch welche. Ich hab hier schon Schiss. Oh, lol. Okay, die schießen alle. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem ganz, ganz besonderen Video. Heute zocken wir mal wieder eine Folge GTA 5 Real Life Mod und ich habe mir was richtig Cooles überlegt. Und zwar, ich habe so ein bisschen mal geguckt, was könnte ich denn machen, was noch nicht viele andere GTA-YouTuber gemacht haben. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine YouTuber gefunden, die sowas, was ich heute vorhab, irgendwann mal gemacht haben. Vielleicht gibt es da welche, aber ich habe jetzt keine Videos darüber gefunden und möchte euch das einfach mal zeigen, denn heute sind wir mal als Löwe, nämlich als Berglöwe unterwegs und werden einfach mal so gucken, was kann man denn so alles in GTA als Löwe machen? Können wir eigentlich als Löwe auch Autos klauen, Auto fahren und vor allem, wie können wir als Löwe jagen? Ja, leider habe ich mich ein bisschen verletzt. Ihr seht es an der Pfote, da haben wir so eine kleine Scherbe, so eine kleine Glasflasche drin. Allerdings hat das Ganze auch einen kleinen Zweck, das erkläre ich wahrscheinlich nachher. Wir sind leicht verletzt, wie ihr sehen könnt, aber ich würde sagen, wir erkunden einfach mal so ein bisschen die Gegend und gucken, ob wir hier irgendwelche Tiere zum Jagen finden. Vor allem, was auch spannend werden könnte, ich habe vor, in die Stadt zu gehen, hier unten in Paletto Bay und dann ein bisschen mal die Leute anzuquatschen, beziehungsweise ein bisschen mal was zu machen. Vielleicht jagt uns auch die Polizei und dann ist ja ganz interessant, wie das alles ablaufen wird, aber ich würde sagen, erstmal gucken wir mal hier in unserem natürlichen Lebensraum in den Bergen, was hier alles so abgeht und ob wir da gegebenenfalls ein paar Rehe finden, denn ich meine, ich habe so ein bisschen Hunger und da können wir ja gegebenenfalls mal probieren, diese Rehe zu jagen. Aktuell finde ich aber noch keine, wir gucken uns da mal ein bisschen um. Hier ist ja dieses Sägewerk, da gehen wir mal lieber nicht hin, ne? Nicht, dass die Arbeiter da irgendwie noch aggressiv sind, aber ich denke mal, als Löwe können wir uns auch ganz gut eigentlich gegen Menschen verteidigen, sollten uns die irgendwie mal angreifen oder sonst was. Ich denke aber erstmal gibt es noch keine Probleme mit den Leuten da vom Sägewerk, deswegen gucken wir wirklich einfach mal rum, ob wir hier Rehe finden und schleichen uns da mal ran. Ja, deswegen gucken wir jetzt mal, ob hier irgendwo Rehe sind, aber ich denke, das wird auch ziemlich schwierig, die zu jagen, denn wer mal normal GTA gespielt hat, der weiß, dass, oh, hier wären wir fast reingefallen, der weiß auf jeden Fall, dass Rehe ziemlich schnell abhauen, auch wenn man, oh, guck mal, da oben ist einer. Beziehungsweise, das ist ein Reh. Okay. Okay, Leute. Jetzt kann es losgehen. Aber da kommt ein Zug. Wir müssen schnell sein. Nicht, dass er uns hört. Ah, Mist. Das ist jetzt blöd. Wir müssen uns anschleichen und gleichzeitig kommt der Zug. Aber gut, gut. Das schaffen wir schon. Das schaffen wir. Komm. Okay, ich glaube, das Reh hört uns aber jetzt nicht so gut, weil der Zug kommt ja jetzt hier vorbei. Aber es kann auch sein, dass das Reh jetzt wegen dem Zug hier irgendwie abhaut. Ihr kennt es ja wahrscheinlich. Die Rehe sind ziemlich scheu. Und deswegen ist das eben richtig schwierig, da irgendwie welche zu bekommen. Ich habe das auch wirklich noch nie gemacht. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, wie genau das Jagen so funktioniert. Ich weiß nicht, wie das in diesem Mod-Menü geht und ob überhaupt die GTA-Entwickler sich so viele Gedanken gemacht haben, weil normalerweise spielt man ja in GTA keine Tiere. Deswegen denke ich, ja, wird das wirklich ziemlich interessant. So, aber wir haben das Reh auf jeden Fall verloren. Ja, ich würde sagen, ich suche hier ein bisschen in der Gegend rum, ob wir irgendwie... Ah, nee, da vorne rennt's. Da vorne rennt's, aber... Boah. Jetzt habe ich es wieder verloren. Ja, die Rehe sind ziemlich schnell, Leute. Also das kann nur lustig werden. Ich würde sagen, ich suche jetzt einfach mal hier auf dem Berg welche. Von oben haben wir auch eigentlich einen besseren Überblick. Und da gucken wir einfach mal, ob wir heute noch unser Mittagessen bekommen. Okay, Leute, ich habe jetzt von hier oben ganz viele Rehe entdeckt. Ihr seht sie. Ich hoffe, dieses Mal hauen die uns nicht ab und es kommt kein Zug, der uns stört. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal dahin. Das Problem ist natürlich jetzt wieder, wir müssen von unten nach oben. Und da sind wir natürlich ein bisschen langsamer. Also... Ah, wir müssen jetzt gleich auf den Berg da drauf und wir sehen schon, die gehen schon ein Stück zurück. Aber ich glaube, die haben mich noch nicht gesehen. Denn, boah, okay, das ist hier aber schwierig, runterzuklettern. Nee, die haben uns auf jeden Fall noch nicht gesehen. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal losrennen. Und dann würde ich sagen, so, mal gucken, ob die noch da sind. Jetzt rennen sie. Okay, alles klar. Los. Und der, boah, Alter, wie der flitzt. Wie flitzt denn der bitte? Oh Mann. Okay, Leute, das ist wirklich eine Herausforderung. Also als Löwe ist es wirklich nicht leicht hier. Wo sind die jetzt schon wieder da? Da, okay. Das ist ein Kaninchen. Kaninchen wollen wir doch nicht. Nee, wir wollen was Richtiges zu essen. So. Wo sind die Rehe jetzt? Oh Mann. Okay, guck mal, da ist noch ein Berglöwe aber. Guck mal, da ist noch ein Berglöwe. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt freundlich zu mir ist oder ob der mich angreift. Einen Moment, ich muss mal hier über die Straße. Hallo? Ja, auf jeden Fall, das mit den Rehen ist ziemlich schwierig. Die sind jetzt erstmal weg. So, hi. Na, wie geht's? Was rennt denn der jetzt weg? Hallo? Alles gut bei dir? Alles gut. Ich glaube, der mag keine Gesellschaft. Kann das sein? Das ist, glaube ich, kein Löwe, oder? Oder? Der sieht ein bisschen anders aus als ich. So ein bisschen dunkler, ne? Na gut, ich glaube, der hat keine Lust auf unsere Gesellschaft.
Der rennt hier vor uns weg. Alles klar, gut. Da würde ich sagen, suchen wir mal weiter, Rehe. Ich glaube, hier könnten auch welche sein. Hier sind nicht so viele Berge, also hier könnte es auch ein bisschen leichter sein, gegebenenfalls welche zu jagen. Okay, Leute, ich habe da vorne jetzt ein Reh entdeckt. Das rennt auch gar nicht mal so schnell weg. Also ich glaube, wir kriegen das. Der ist jetzt im Gebüsch hier verschwunden. Okay, aber Leute, der rennt gar nicht mal so schnell, oder das Reh hier. Gut, ich glaube, den bekommen wir. Den bekommen wir. Das ist sogar ein Hirsch hier mit Geweih. Okay, ich würde sagen, gleich haben wir ihn. Ey, der rennt aber ziemlich langsam. Die anderen waren wirklich richtig schnell, aber der hier, der schafft es nicht. Okay, los, Jagd beginnt. Nein, ey, ich will den doch jagen. Okay, nein. Ey, Leute, es klappt nicht mal. Es klappt nicht mal. Ich glaube, man kann Tiere gar nicht jagen. Ich glaube, die Leute, die GTA programmiert haben, die wollen nicht, dass Tiere sich gegenseitig angreifen. Auf jeden Fall, ich kann hier bei dem Reh wirklich gar nichts machen. Vielleicht kann ich auch einfach keine Rehe jagen. Ey, das geht auf jeden Fall gar nicht bei dem Reh hier. Das ist voll komisch, Leute. Ich bin jetzt schon extra hier ran, aber das Reh, ich kann dem gar nichts antun. Okay, ja gut, das ist wirklich komisch. Okay, Leute, wir haben jetzt erstmal hier herausgefunden, dass wir irgendwie keine anderen Rehe jagen können. Also richtig komisch sowas, oder? Ey, hier ist ein Huhn. Können wir denn Hühner jagen? Mal gucken. Oh, ja, das ging einfach. Okay, jetzt haben wir wenigstens ein kleines Mittagessen. Aber anscheinend können wir wirklich Rehe nicht jagen. Und den hier habe ich, glaube ich, gerade auch nur so überrannt. Und deswegen haben wir jetzt dieses Huhn hier erstmal besiegt. Also Leute, ich glaube wirklich, man kann als Tier leider keine anderen Tiere richtig angreifen bzw. jagen. Aber ich würde sagen, in der Stadt, da können wir uns doch sicher was Leckeres zu essen holen. Also Leute, wir gehen jetzt mal in die Stadt und machen hier mal ein bisschen Stress. Die Leute von euch, die viel GTA gespielt haben, die wissen ja auch, dass die Löwen in GTA gerne mal Menschen angreifen. Also wenn ich mal in der Wildnis bin und so ein Löwe kommt, dann greift er mich auch immer an. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal dasselbe machen und mal hier so tun, als ob wir so ein richtiger Löwe sind. So, mal gucken, was hier für Leute sind. Die rennen auf jeden Fall schon weg. Okay, es ist aber auch mal interessant zu wissen, ob die Polizei uns direkt angreift oder ob die Polizei uns überhaupt jagt. Also ich würde sagen, wir testen das Ganze mal. Wir suchen uns jetzt erstmal ein gutes Opfer. Aber warte mal, da ist ein Auto. Ich muss kurz eine Sache testen, ob wir überhaupt Autos klauen können als Löwe. Das wäre einfach mal mega Hammer. Okay, können wir Auto fahren als Löwe, Leute? Jetzt der Test. Okay, so, wir steigen mal ein. Oh, lol, Alter, WTF? Was? Hä? Was ist denn das jetzt? Wir klauen einfach als Löwe ein Auto? Hä? Ey, guck mal, wie verkrüppelt wir jetzt aussehen. Wir verrenken uns ja locker hier den ganzen Rücken. Okay, können wir auch fahren? Können wir fahren? Moment mal. Nee, fahren können wir... Hä? Hä, Leute? Okay, man kann anscheinend nicht fahren und man merkt auch wirklich, ja, die GTA-Entwickler haben nicht gedacht, dass irgendwann mal Leute hier als Tier spielen, aber das ist ja mal mega krass, wie das gerade aussah, okay? Ich bin mal gespannt, was wir noch so alles machen können. Vielleicht können wir auch irgendwie ein anderes Auto fahren oder ein Motorrad oder so. Also das wäre mal richtig cool, wenn einfach so ein fahrender Löwe hier ist. Aber gut, ich würde sagen, jetzt suchen wir uns dann erstmal unser erstes Opfer. Hier ist die Feuerwache, aber die lassen wir mal lieber in Ruhe, sonst spritzen die uns hier noch mit Wasser voll. Oh, die haben alle Angst vor mir anscheinend. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal mitten in die Stadt rein zu den ganzen Einkaufsläden. Da ist sicher irgendwo eine Bockwurst für uns, ne? Okay, Leute, anscheinend verfolgt der Typ hier mich. Der will mich angreifen. Guck mal, der hat eine Kamera in der Hand. Ist der von der Presse? Hallo, komme ich jetzt in die Zeitung? Ey, was wollen sie eigentlich von mir? So, ja, da bekommt er jetzt erstmal ordentlich was ab. Oh ne, ich habe einen Stern, Leute. Ja gut, der wollte mich aber auch angreifen. So, ich hoffe, der hat noch ein schönes Foto von mir gemacht. Das können dann hier seine Pressekollegen sich abholen. Dann komme ich heute noch in die Zeitung. Ich werde hier richtig berühmt, ja? Ich werde hier der stadtbekannte Löwe. Okay, aber wir haben den Stern bekommen. Was macht die Polizei jetzt? Ich weiß gar nicht. Okay, die Polizei rückt anscheinend an. Warte, wir verstecken uns mal kurz, ob die uns überhaupt finden. Okay, ich höre schon die Polizei, mehrere Streifenwagen anscheinend. Gut, weg hier. Okay, das ist ja mal mega nice, Leute. Können wir uns auch hier so... Nee. Okay, ich dachte, wir können uns so irgendwie an die Wand so anlehnen und so ein bisschen rüberschauen, aber... Na gut, Moment. Wir gucken mal, die Polizei ist da. Die hat mich aber noch nicht entdeckt anscheinend. Die guckt sich jetzt den Tatort... Boah, die haben aber Waffen draußen. Okay. Ja, Mist. Aber entdeckt haben die mich noch nicht. Da kommt jetzt ein Streifen. Hallo? Oh. Oh, okay, die haben mich, nein. Okay, ich weiß gar nicht, was sie jetzt machen. Schießen die mich oder was? Oh nein. Okay, Leute, da sind die Polizisten. Nein, schießen sie bitte nicht. Nein. Alles ist gut, kommen wir hier hoch? Nein, Mist, wir sind in der Sackgasse. Oh nee, kommen wir durch, bitte, schnell, los. Kommen wir durch? Nein, scheiße. Okay, wir müssen ja ganz schnell wegrennen, bevor die schießen können. Nein, alles ist gut. Oh, nein. Oh Mann, Alter. Was haben die für krasse Waffen hier auf mich gerichtet? Okay, ich glaube, wir müssen mal einen Polizisten angreifen. Weg hier. Nein. Vorgarten? Hallo, alles ist gut. Sie müssen doch nicht gleich wegrennen. Ich weiß gar nicht, wieso alle Angst vor mir haben. Ich bin doch nur ein Löwe, der hier in ihrem Garten rumläuft. Was ist denn mit Ihnen falsch? So,
Okay, die Polizei hat mich, glaube ich, verloren. Die sucht jetzt... Ey, Leute. Oh mein Gott, Alter. Der hat die Waffe direkt hier auf mich gerichtet. Ich glaube, hätte der geschossen, dann wäre ich jetzt ja an den Hackbraten. Oh Mann. Okay. Aber alle Leute rennen hier weg. Ich glaube, jetzt gerade kommt hier in den Nachrichten, ein Löwe greift Bewohner von Paleto Bay an. Jetzt, Leute, wäre es mega lieb von euch, wenn ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben könntet, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, mit was für einem Tier wir hier als nächstes mal rumlaufen sollen und testen, was das Tier alles machen kann. Also schreibt auf jeden Fall irgendein Tier in die Kommentare, was wir mal hier in GTA spielen sollen. Okay, Leute, die Polizei hat aufgehört, nach uns zu suchen und die Feuerwehrmänner haben immer noch Angst vor uns. Aber auf jeden Fall können wir jetzt hier wieder frei rumlaufen, ohne Angst zu haben, dass jederzeit ein Polizist eine Knarre an unseren Kopf hält. Hallo, wie geht's Ihnen? Ey, die klettern sogar über die Mauer. Hallo? Hallo? Nein? Oh Mann, ich will mich doch nur nett unterhalten. Oh Mann. Okay, Leute, ich würde sagen, wir klauen mal das Feuerwehrauto. Wir gucken mal, ob wir damit fahren können. Ey Leute, was man nicht alles so als Löwe in GTA machen kann, das ist mega cool hier. Okay, so, wir gehen mal ins Feuerwehrauto rein und wir werden auf jeden Fall gleich auch nochmal gucken, dass wir so eine richtige Verfolgungsjagd mit der Polizei machen. Vielleicht, dass die uns erwischen. Was passiert dann? Bringen die uns in den Tierknast? Ich weiß es nicht. Nee, so, okay, Alter, wir können das Teil sogar bedienen als Löwe, okay. Aber nicht so richtig, also nur so ganz schlecht können wir, oh, jetzt, okay. Na gut, aber fahren können wir nicht. Können wir denn die Blaulichter anmachen? Ja, nice. Oh, das ist aber mega hell hier. Okay, ja gut, Blaulichter können wir anmachen. Fahren können wir leider nicht. Das ist wirklich komisch. Vielleicht klappt es beim Motorrad. Wir suchen uns mal jemanden, der hier ein Motorrad hat. Warte mal, wir gehen mal auf die Straße und suchen da mal nach jemanden. So, Leute, ich bin jetzt hier erstmal angelangt und ich sehe da auch schon Motorrad. Mal gucken, ob wir den da runterschmeißen. Oh, nee, der ist schnell. Okay, los, den kriegen wir. Ey, Leute, nein, der ist viel zu schnell. Also, okay, so schnell können wir dann auch nicht laufen. Oh Mist, okay, ich würde sagen, wir warten hier einfach mal, bis noch ein Motorrad kommt und ich höre schon die Leute hier alle schreien. Ey, die haben so Angst vor mir irgendwie, keine Ahnung, ich mach doch nichts, ich tu doch niemandem was. Okay, ich würde sagen, wir warten hier einfach mal auf ein neues Motorrad. Ich habe jetzt auch mal herausgefunden, dass wir unsere Farbe ändern können. Ich habe mich jetzt mal so ein bisschen dunkler gemacht, ist auch auf jeden Fall mega cool. So, aber ich würde sagen, wir suchen hier schon die ganze Zeit ein Motorrad und finden keins. Vielleicht hat ja irgendwo jemand eins abgestellt. Wir gehen mal so ein bisschen mehr in die Seitenstraßen rein und gucken danach ein Motorrad. Ich bin jetzt hier am anderen Ende der Stadt und habe tatsächlich ein Motorrad Fahrer gefunden. Das Problem ist, es ist schwierig, den zu bekommen, weil natürlich sind auch Motorräder ein bisschen schneller als wir. Das heißt, ich glaube, wo fährt denn der raus? Wenn wir wissen, wo der rausfährt, können wir den da tatsächlich so ein bisschen auf... Hier. Okay, alles klar. Alles klar. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt klappt. Hallo, einmal stehen. Stehen bleiben. Ah, Mist. Stehen bleiben. Nein, Mist, Leute. Das ist einfach zu schwierig. Okay, Leute, ich habe jetzt einfach mal hier zum Testen ein Motorrad hingespawnt, einfach damit wir das ausprobieren können, weil wir schaffen das ja nicht hier, Motorradfahrer zu jagen, das klappt einfach nicht so gut. Auf jeden Fall, hier geht das auch nicht, wir können hier nur ganz komisch drauf sitzen. Da merkt man halt eben GTA, natürlich, man kann als Tier keine Fahrzeuge fahren, also ja, das geht auch in GTA nicht. Als Affe würde das aber tatsächlich gehen, das haben wir ja letztens mal in einem Livestream getestet. Gut, aber ich würde sagen, ich habe noch was Cooles herausgefunden, und zwar, wir können einfach die Polizei anrufen. Guckt euch mal an, wie das aussieht. Wir halten so mit der einen Pfote hier so das Handy, naja, nicht ganz ans Ohr, aber ich würde sagen, wir rufen einfach mal die... Ah, nee, wir haben keine Kontakte, Mist. Ja gut, ich würde sagen, wir suchen einfach mal die Polizei auf. Ich will mal wieder ein bisschen Stress machen hier, komm. Okay, Leute, da vorne rennt irgend so ein Mann vor uns weg. Ich würde sagen, das ist ein guter Moment, um die Polizei mal wieder auf uns aufmerksam zu machen. So, ruft die Polizei, Leute. Ruft die Polizei. Dann gucken wir mal. Okay, wir haben wieder einen Stern bekommen. Alles klar, wir testen jetzt mal, wie lange es dauert, bis die Polizei uns wirklich bekommt. Wir stellen uns jetzt einfach mal hier hin und machen dann so eine kleine Verfolgungsjagd. Also, sobald ein Streifenwagen hier angerückt kommt, werden wir einfach mal so ein bisschen die Polizisten versuchen anzugreifen oder sonstiges. So, ich sehe schon, der Streifenwagen kommt da hinten. Der nervt mich ja richtig. So. Was würde sich eigentlich ein Löwe denken? Wir müssen mal probieren, wie ein Löwe zu denken. So. Hey. Nicht aussteigen. Nein. Alles klar. So, hier, das hast du davon. Okay, die Polizisten sind nicht wirklich stark, aber von da kommen noch welche. Ich habe hier schon Schüsse. Oh, lol. Okay, die schießen alle. Ja, wen hätte es gewundert? Okay, alles klar. So, wir probieren nochmal den zu bekommen. Oh Mann. Okay. Lol. Die schießen hart. Alles klar, wir gehen mal in Deckung. Ah. Mist. Okay. Na gut, die Polizei hat uns anscheinend wohl erwischt. Die sind natürlich mit deren ganzen starken Waffen und mit deren schnellen Autos überlegen. Wir sind hier nur so ein Löwe, der keine richtigen Waffen hat. Und ja, deswegen, also auf jeden Fall war es auch kein Wunder, dass uns die Polizei so schnell erwischt. Wenigstens haben wir noch ein paar von denen besiegen können. Aber Leute, ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt und wenn ja, mit welchem Tier als nächstes. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.